So, noch mal ein ganz kleines Vorwort. Ich wollte nur mal einmal sagen, das Ganze ist jetzt bis 10 Minuten 39 ein Real Talk, beziehungsweise eine kleine Real Life Story, wie man es auch immer nennen mag. Halt über mein Wochenende. Und für die Leute, die das nicht interessiert, die können einfach ein bisschen vorspulen. Ich kann auch vielleicht einen kleinen Hotkey oder Hotmarker, wie sie das auch immer nennen, in die Beschreibung placken. Oder ihr spult einfach bis 10 Minuten vor. Da fängt dann etwa ja, an, dass ich im Clankrieg halt angreife. Ansonsten für die Leute, die es auch interessiert, können natürlich gerne jetzt gespannt zuhören. Ich habe mir da auch ein bisschen mehr Mühe gegeben, das Ganze so ein bisschen cool zu gestalten. Und ich hoffe mal, euch gefällt es. Dann würde ich sagen, jetzt kommt das Intro und dann sehen wir uns live im Video. Hey Leute, damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal. Und ja, heute gibt's mal das kleine Real Talk Video, was ich schon angekündigt habe. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen so über mein Wochenende erzählen und im Nachhinein, wenn wir nochmal einen Clan War Live-Angriff machen, und da werde ich nochmal mit Live natürlich mit reinnehmen. Und dann werden wir mal probieren, ob wir da die gegnerische Base destroyen können. Aber zuerst mal im Hintergrund seht ihr höchstwahrscheinlich ein paar kleinere Gameplays, die ich aufgenommen habe. Beziehungsweise die hier im Clan geteilt wurden. So, ich würde mal sagen, wir beginnen direkt mal. Ich weiß nicht ganz genau, wie so ein Real Talk aufgebaut ist, aber ich denke mal, ich kann jetzt einfach mal so anfangen zu labern. Ich denke mal, ihr könnt euch entspannt zurücksitzen. Zurücksetzen, natürlich nicht zurücksitzen. Und ein bisschen die Fights euch nebenbei angucken und mir ein bisschen zuhören. Also, wir sind halt am Donnerstag. Ich hatte momentan noch Schule, aber ich habe Gott sei Dank eine Befreiung bekommen. Weil momentan bei uns, ja, kennt ihr bestimmt selbst auch, wenn ihr jetzt schon kurz vor den Ferien seid. Ich denke mal, einige sind schon in den Ferien. Bei uns wird eigentlich nichts mehr gemacht, außer Filme gucken, frühstücken und ja, irgendwie Spielchen spielen oder sowas, aber sonst nichts Wichtiges. Deswegen wurde ich da für 2 Tage befreit. Am Donnerstag sind wir dann morgens etwa, ja, 10, 11 Uhr mit dem Zug losgefahren. Auf nach Saarbrücken, ich mit meinen Eltern, mit meinen Großeltern, zu meinem Onkel und der ganzen Familie natürlich. Der hatte nämlich Geburtstag und dann sind wir halt losgefahren. Ganz normal nach Saarbrücken. Fahrzeit etwa 6 bis 7 Stunden, also schon ordentlich. Ich habe halt auf dem Hinweg die ganze Zeit mir so Filme reingezogen. Männerhort, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber der ist ganz lustig. Den kann man sich auf jeden Fall mal geben. Ansonsten halt so kleinere Filme. Ich gucke sehr gerne Cobra 11, habe ich mir auch ein paar Folgen reingezogen und das lief auf jeden Fall. Ja, auf dem Hinweg habe ich ja schon ein kleines Foto bei Instagram gepostet. Da haben wir, glaube ich, gegen 12 oder war ich mit meinem Opa vorne in dem, oder ja, im Zugabteil, wo es bei der Deutschen Bahn so Essen gibt. Das war auf jeden Fall echt chillig, dass es da sowas gibt. Im zweiten Zug gab es das, glaube ich, nicht. Da habe ich mir halt so einen Flammkuchen bestellt und im Nachhinein dann noch so ein Ben & Jerry's Eis. Das war auf jeden Fall echt fresh. Ja, danach ging es natürlich weiter. Und als wir dann so gegen 17, 18 Uhr in Saarbrücken angekommen sind, gab es jetzt erstmal die Begrüßung mit der ganzen Verwandtschaft. Und dann, ja, bin ich halt mit meinem Cousin erstmal ein bisschen durch die Gegend ja, laufen. Er hat mir nochmal das alles ja, vorgestellt. Ich glaube, ich war das letzte Mal dort unten. Ich wohne halt hier in Niedersachsen. Ich will jetzt nicht so genau sagen, wo ich wohne, aber ich wohne halt hier in Niedersachsen in der Nähe von Bremen. Und ich war halt das letzte Mal, glaube ich, vor 6, 7 Jahren da. Also es ist schon ein bisschen länger her. Und da hat mir mein Cousin nochmal so alles gezeigt. Und dann sind wir halt nochmal rausgegangen, ein bisschen gekickt und alles. Und dann sind wir halt, da war so eine Schule nebenan, wo die wohnen. Da geht jetzt mein Cousin selbst nicht drauf. Aber da sind wir halt so reingegangen. Aber so, haben halt so gedacht, ha, was machen wir jetzt? Bisschen langweilig, nur Fußball spielen. Haben wir jetzt halt so geguckt, ist die Schule auf? Und dann sind wir einfach in diese Schule reingegangen, war halt keiner da. Nur noch so welche Rentner, die irgendwie Musik oder sowas gespielt haben. Dann sind wir halt in diese Schule reingegangen, sind da irgendwie so, ja, James Bond-mäßig durchgehuscht, um einfach, ja, keine Ahnung, was man halt so da macht, wenn man da so heimlich in der Schule drin ist. Haben da so ein bisschen Faxen gemacht und dann, ja, sind wir wieder rausgegangen, war auf jeden Fall echt lustig und ja,
Das war's halt dann. An dem Tag, ja, bin ich relativ früh pennen gegangen, waren halt lange unterwegs und dann, ja, am nächsten Tag haben wir halt so einen Ausflug gemacht. Ich glaube, da habe ich auch ein paar Fotos, die blende ich euch jetzt einfach mal hier ein. Da haben wir so eine Bootstour gemacht, das war auf jeden Fall echt chillig. Ich komme halt aus dem platten Norddeutschland, wenn man dann halt so in den Süden oder südlicher hinfährt, dann dachte ich mal so, Berge? Was denn das? Das war halt meine Reaktion. Ich fahre halt hier mit dem Fahrrad durch die Gegend, denk mir halt nichts Böses, fahre halt die ganze über plattes Land und dann komme ich da so an. Haben wir halt so einen Spaziergang gemacht und dann so über die Saar gefahren mit so einem Dampfer und das war auf jeden Fall echt cool. Und da habe ich die ganzen Berge gesehen und ich dachte mal so, wow! Die ganzen Berge hier, also war auf jeden Fall echt chillig. Dann am Abend waren wir halt noch so essen und alles, was man halt so mit der Familie macht. Am nächsten Tag, also am Sonntag, sind wir nochmal in die Innenstadt gegangen. Ist halt so eine verzweigte Innenstadt, sowas kenne ich auch gar nicht. Ist halt, wie gesagt, so etwas höher gelegen, diese Stadt, und auch etwas bergiger. Und da ist das Ganze ein bisschen anders als hier so in dem platten Norden. Also ich denke mal, wer hier in Norddeutschland wohnt, kann mir auf jeden Fall zustimmen. Hier sieht das alles so eintönig aus und da etwas weiter südlich ist das echt so, wenn man da so als Norddeutscher hinkommt, denkt man sich auch nur so, what? Hier gibt's Berge in Deutschland? Aber da will ich mich jetzt nicht drauf weiter beziehen. Ja, am Sonntag wollen wir dann halt essen, bisschen durch die Stadt gegangen und am Abend gab es dann halt diese, ja, größere Feier von meinem Onkel und dann, ja, was haben wir dann noch so großartig gemacht? Eigentlich nicht so viel. Ich bin jetzt gerade beim Samstag, habe ich da irgendwas mit Sonntag gesagt. Ich habe, ich glaube, ich gerade versprochen, aber auf jeden Fall, es war am Samstag und dann haben wir halt abends noch diese Feier gehabt, gab es halt zu essen und alles. Da waren da relativ viele Leute. Ich glaube, mein Onkel hat da fast 100 Leute sowas eingeladen. Also ist schon ganz schön viel passiert. Ja, es war jetzt so ein separater Kindertisch auch noch da. Und ja, ich kannte halt wirklich niemanden da. Ich kann halt nur meinen Cousin, die waren halt alle so aus der Gegend da. Und ja, ich habe mich halt nur mit meinen Verwandten dort unterhalten und mit meinem Cousin halt. Und dann, ja, habe ich halt so mein Handy rausgeholt. Da mir so, guck ich mal hier in die E-Mails rein, was da so gerade abgeht. Und dann haben halt schon so ein paar Leute geguckt so. Wir haben uns halt nicht so viel unterhalten, haben halt gegessen, so da dran gesessen. Alle haben so was anderes gemacht. Jeder irgendwie was für sich. Und dann habe ich so Clash of Clans gestartet und dann so, gucken schon so die Essen so, was macht denn der da? Hat schon einer so aus der Ecke so geguckt, so, hä? Ich glaube, das kenne ich doch, das Spiel. Also so war auf jeden Fall sein Gesichtsausdruck. Und dann kamen halt die ersten, haben sie mein Dorf gesehen, dachten sich halt nur so, what the fuck? Haben wir uns halt, das ging dann auf einmal so richtig rasch los, haben so gefragt, hä, kann ich mal ein Dorf sehen? Clash of Clans. Da haben halt irgendwie, es war glaube ich, keine Ahnung, 20 Kinder oder sowas und davon waren halt 15 Jungs und dann halt so noch kleinere Mädchen, also kann ich auch nicht so richtig, wie gesagt, nur mein Cousin. Und dann kamen halt so alle Jungs an, wirklich alle, und haben halt so geguckt und habe ich halt so mal rumgefragt, spielt ihr alle COC? Und also, yo, natürlich! Und es ist einfach so, COC verbindet nun mal irgendwie, das Gesprächsthema war danach nur noch COC. Alle haben dann halt so angefangen zu talken, alle haben dann nur noch sich über das Spiel unterhalten. Das war halt so der, ja, kleine Anschubser, dass eigentlich mal so eine Konversation entstanden ist. War auf jeden Fall echt lustig. Ja, das war's dann auch mit diesem Abend. Da haben wir uns noch relativ lange unterhalten. Das war auf jeden Fall echt cool, nochmal zu sehen, wie wirklich so ein, eigentlich nur so ein Handyspiel Leute verbindet, um zu sprechen. Keine Ahnung, das war auf jeden Fall echt creepy, aber auch auf der anderen Seite echt cool, mal sowas zu sehen. Ja, da sieht man auch nochmal, dass wirklich fast jeder Junge in dem Fall, der ein Handy hat, der internetfähiges Handy hat und der auch so ein Smartphone in dem Fall hat, auch wirklich COC spielt. Das war mir vorher gar nicht so bewusst. Ich habe halt so in der Schule immer so meine Kumpels gesehen, die haben halt so auch so gespielt, haben hauptsächlich wegen mir angefangen, weil sie es bei mir immer gesehen haben. Und dann habe ich halt so auf dieser Feier die ganzen anderen Leute getroffen, die halt auch gespielt haben. Das war auf jeden Fall echt lustig und cool. Und ja,
Am nächsten Tag sind wir dann halt mit dem Zug, also es war jetzt von heute aus gesehen, vor 2 Tagen, also am Sonntag, sind wir dann halt nach Hause gefahren und dann, ja, kam halt so die Durchsage, sind halt wir mit der gleichen, haben halt mit der gleichen Zeit gerechnet, wir die gleichen Züge und alles umgestiegen. Kam jetzt wieder so eine Durchsage im zweiten Zug. Ja, meine Damen und Herren, es tut mir leid, aber es kommt zu Verzögerung. Die Deutsche Bahn sagt, es kommt zu Verzögerung, ja. Sagen halt nicht, technische Schwierigkeiten oder sowas, sondern es kommt zu Verzögerung. Es kann sein, dass wir etwas später, in dem Fall wirklich in Anführungszeichen, etwas später ankommen. Und dann wurde nachher aus 6 bis 7 Stunden... 8 bis 9 Stunden kann man mal machen auf jeden Fall. Also ich habe mich da schon ein bisschen aufgeregt und auch meine Eltern, meine Großeltern waren ein bisschen so im Rage-Mode. Aber ich denke mal, das haben wir dann doch alles noch gut überstanden. Ich habe halt noch so ein paar Filme von meinem Cousin bekommen, halt so iTunes austauschen. Ich denke mal, sowas kennt ihr bestimmt auch, wenn man sich so ein bisschen austauscht. Und hier habe ich so ein paar Filme noch mir angeguckt. Ich glaube, nochmal Fuck You Goethe. Ich glaube, den habe ich aber auch schon zigmal gesehen. War es auch auf jeden Fall immer noch mal ein Muss, den nochmal anzugucken. Und ja, das war es auch mal mit meinem Wochenende. Ich habe jetzt schon relativ lang getalkt, aber ich würde mal sagen, jetzt beziehen wir uns jetzt immer ein bisschen weiter auf COC. Und würde ich sagen, springen wir nochmal live hier auf meinem iPad. So, zum Clankrieg jetzt. Unser Gegner ist Dutch 30 Plus. Gucken wir mal ganz kurz, 57 gewonnene Clankriege, wir haben 23. Okay, ich wurde schon mal angegriffen. Den Fall gucken wir jetzt aber nicht an, weil ich jetzt eigentlich nur meinen Live-Angriff machen möchte. Auf die Nummer 6. Ich habe jetzt hier schon eine Go-Wipe-Army trainiert. Und ich denke mal, ich kenne die Base selbst. Ich gehe von hier mit einem Golem da und da. Dann müsste das eigentlich passen. Hier ein Jump drüber auf jeden Fall. Ich habe jetzt, glaube ich, 1-4 ausgebildet, fällt mir gerade auf. Der hatte nämlich vorher noch eine andere Base, hat er kurzfristig geändert. Dann hauen wir nochmal einen Blitzzaun mit rein. Beenden die nochmal ganz kurz und dann würde ich sagen, machen wir mal ganz kurz den Angriff. Holen wir mal ja, 2 Sterne. Wäre nicht hochnäsig hier wirken, aber ich glaube, das müsste eigentlich safe sein. Gucken. Greifen wir noch jemanden an. Einmal ganz kurz reingucken. Ah nee, ich will das Video jetzt nicht unendlich in die Länge ziehen. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach hier mal ganz kurz nochmal die 6 uns vor Augen und dann würde ich sagen, alles ist ready und dann greifen wir an. Gut. Erstmal gucken. Sind hier irgendwelche. Okay, keine Sprungfallen. Das läuft. Einmal kurz einmal einen Bogenschützen, ja. Jungs, ich krieg zu viel. Ich krieg einfach zu viel, Mensch. Gut, müssen wir jetzt erstmal ganz kurz einen Bogenschützen, einen Mauerbrecher. So. Bitte lauft jetzt. Gut, der läuft auf diese Position. Dann da. Och, Mist, ich wollte eigentlich. Ah, gut, die Mauerbrecher laufen da noch lang. Kriegen auf jeden Fall nochmal die Mauer ein bisschen gedamaged. Das läuft dann auf jeden Fall gut. Queen ist jetzt da schon hart am struggeln. Aber es ist wichtig, dass sie hier in dieser Position jetzt langlaufen. Und dann würde ich sagen, hier schon mal einen Sprungzauber rauf. Aber wir müssen noch ein kleines bisschen warten. Truppen laufen jetzt erstmal von der Seite hier rein. Wird auf jeden Fall schwer, jetzt in die Mitte reinzukommen. Erstmal hier ein Freeze drauf. Der war schon mal ganz gut. Ragen wir mal ganz kurz. Und dann kommt jetzt hier der schöne Giftzauber. Nächster Dings. Und nächster Freeze. So. Jetzt warten wir erstmal, was hier abgeht. Es ist nichts in der Mitte. Es ist nur ein Packer in der Mitte und meine Queen. Queen muss ich jetzt auch schon zünden. Ich zünde sie jetzt. Sie ist jetzt am Rathaus. Sie ist am Rathaus. Ein Packer ist noch am Rathaus. Ja gut, habe ich gesagt. Es werden keine 2 Sterne. Einer wird es, denke ich mal, schon. Da haben wir genug außenstehende Gebäude. Da sind auch noch ein paar Bogenschützen. Aber den zweiten bekommen wir nicht. Das ist auf jeden Fall tragisch, würde ich sagen.
Das sind halt die starken Mauern, die mich hier am Anfang aufgehalten haben. Das ist ein bisschen schade. Aber das müssten eigentlich trotzdem 2 werden. Oder? Ja, doch, 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 doch. Ich denke. Okay, doch, 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 doch. Gut, dass der gerade noch 2% geholt hat. Okay, die Zeit. Doch, ein Stern wird es auf jeden Fall. Schade, ich habe da jetzt gerade nicht so drauf geachtet, was da meine Golems und Packers alles gemacht haben, dass die so schnell draufgegangen sind. Aber wenigstens, sage ich mal so, nicht verhauen den Angriff. Ah, Mann, ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass wir mal ein bisschen besseren CW hier hinlegen. Aber ich zeige mal ganz kurz den Kriegslog, ja. Denglisch auf jeden Fall. Einen Krieg hier gewonnen. Und dann hier eine Verlierflaute hoch 1000. Das ist auf jeden Fall etwas schade. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr öfter mal wollt, dass ich solche Real Talks mit euch mache und ein bisschen was aus meinem Leben erzähle, dann lasst auf jeden Fall mal ein Däumchen nach oben da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann sehen wir uns, ja, im nächsten Video, Leute. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann, ja, bis morgen, Leute. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.